Wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Weihnachten im Stall nach dem Bilderbuch von Astrid Lindgren. Kommt, Kinder, wir gehen in den Stall. Ich erzähle euch vom allerersten Weihnachten. Das war ein Weihnachten vor langer, langer Zeit und in einem fernen Land. An einem Abend vor langer Zeit, da kamen ein Mann und eine Frau in der Dunkelheit ihres Weges daher. Sie waren weit gewandert und waren müde. Sie wollten schlafen, wussten aber nicht wo. Überall auf den Höfen waren die Lichter erloschen. Die Menschen dort schliefen schon und keiner kümmerte sich um die Wanderer, die noch unterwegs waren. Dunkel und kalt war es an diesem Abend vor langer Zeit. Kein Stern leuchtete am Himmel. Da fanden die Wanderer am Weg einen Stall. Die Frau öffnete die Tür, leuchtete mit ihrer Laterne hinein. Vielleicht gab es dort drinnen Tiere, dachten sie. Maria durch ein Dornwald ging, für ihre Sohn. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria. Denn wo Tiere schlafen, da ist es warm und die beiden Wanderer froren und waren müde. Ja, im Stall waren Tiere. Sie schliefen schon. Doch als die Menschen in den Stall kamen, erwachten die Tiere und sahen die Wanderer eintreten. Und die Tiere sahen die Frau dort stehen, im Lichterschein der Laterne. Aber warum die Frau zu so später Stunde in ihren Stall gekommen war, das wussten die Tiere nicht. Vielleicht spürten die Tiere, dass die Frau fror und dass sie müde und hungrig war. Vielleicht spürten es die Pferde, vielleicht auch die Ziegen und wollten gern ihre Milch schenken. Vielleicht spürten es auch die Schafe. Denn als sich die Wanderer auf das Stroh niederließen, wurden die Schafe und alle Tiere ganz ruhig. Dann senkte sich die Nacht still über den Stall und über alle, die darin waren. Als die Nacht am dunkelsten war, da wurde ein Kind geboren. Und zur selben Stunde flammten am Himmel alle Sterne auf
und ein Stern war größer und heller als die übrigen. Genau über dem Stall stand er und leuchtete mit klarem Schein. Nun waren in dieser Nacht Hirten auf den Feldern. Sie wollten ein paar Schafe heimholen, die noch draußen waren, obwohl der Winter schon Einzug gehalten hatte. Und die Hirten sahen den Stern über dem Stall und sie sahen den ganzen Himmel in Licht erstrahlen. Warum leuchtet ein Stern über unserem Stall? Fragten die Hirten. Warum, sagten sie, kommt, lasst uns gehen und sehen, was sich zugetragen hat. Und sie eilten auf beschneiten Pfaden heim mit ihren Schafen und Lämmern. Seiner Mutter. Der Stern leuchtet um des Kindes willen, sagten die Hirten. Nie zuvor wurde ein Kind geboren in unserem Stall. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt. Wir danken dir, Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Das Kind musste schlafen, doch gab es weder Wiege noch ein Bett. Nur eine Krippe gab es im Stall, und da hinein bettete die Mutter ihr Kind. Schlaf wohl, du Himmelsknabe, du, schlaf wohl, du süßes Kind. Dich fächeln Engelein in Ruh mit sanftem Himmelswind. Wir armen Hirten singen dir ein Herz. Die Schafe, alle Tiere waren still und sahen zu. Vielleicht begriffen sie, dass das Kind die Krippe zum Schlafen brauchte. So ging die Nacht dahin. Das Kind schlief in der Krippe. Ringsum standen stumm die Tiere und die Hirten. Alles war ganz still. Still, 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 weiß Kindlein schlafen will.
Gottes niedersingen, ihre große Lieb da bringen. Still, 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 weiß Kindlein schlafen will. Und über dem alten Stall leuchtete der Weihnachtsstern. Denn als dies geschah, war es Weihnachten. Ein Weihnachten vor langer, langer Zeit. So war es vielleicht beim allerersten Weihnachten. So ist es auch dieses Jahr, wie alle Jahre wieder. Und doch ist dieses Jahr ganz anders. Ich wünsche uns und euch in dieser ganz anderen Zeit ein feines Gespür für die Wünsche, die man mit allem Geld der Welt nicht bezahlen kann und so die wertvollsten Geschenke sind. Für diese Herzenswünsche unserer Liebsten wünsche ich uns allen offene Augen zum Sehen, offene Ohren zum Hören und offene Herzen zum Fühlen. Und für das Jahr 2021 immer ein Licht in der Dunkelheit, einen Schattenplatz in der Sommerhitze, ein Herz, das Wahre sieht. Und allzeit einen wahren Freund an unserer Seite.